Ah, da hat sich der liebe Herr Blagliebe ja echt Mühe gegeben, diese Dungeons individuell zu gestalten. Es gibt circa 3-4 Räume ohne Monster, mit immer demselben Rätsel und Dialogen, die sich eigentlich wirklich nur minimal voneinander unterscheiden. Mit dem Hüter des mächtigen Artefaktes dieses Pipifax, kinderleichten Dungeons, meine ich. Das ist alles Pipifax hier. Piece of Cake. Ich will Kuchen. Ich mag Kuchen. Kuchen ist lecker. Ich habe keine Mana mehr. Das kann ich aber ändern. Haha, Magiewurz. Words. So. No. Don't hurt me no more. Ramu, Blitze mit Wind. Wind könnte gut sein gegen Erde. Aber wahrscheinlich hat das wieder gar keinen Effekt. Hui! 548, wie viel hat Shiva abgezogen? Ich habe nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Ist aber, glaube ich, auch vollkommen egal. Magiewurz für Manny. Wo, Manny, frisst das hier? Die Wurzeln. Ich kann nicht wirklich viel kommentieren bei diesen Kämpfen, weil ich meine... Was passiert denn schon? Nichts. Versuchen wir doch mal Ramu, den alten Sack. Oh, hallo! So, jetzt habe ich hier mal ein bisschen rumgeblitzt und dann geht's jetzt wieder. Gleich geht GZSZ weiter, ja, ja. Ach Gott. Also können wir uns darauf gefasst machen, dass im letzten Dungeon, dem des Windes, auch ein Wort dabei herauskommen muss, das irgendetwas mit dem Element zu tun hat. Also irgendein windiges Wort. Ich habe schon, als ich die Lösung für den Erdtempel hier herausgefunden hatte, habe ich schon ein bisschen so die Gedanken herumprobiert. Ich dachte erst, es wäre der Wassertempel, der als letztes auf unserer Liste steht, weil ist in so einem Eisgebiet, also Schnee, Eis, Wassertempel, keine Ahnung. Und da hätte ja das Wort Fluss ganz gut gepasst, denn es ist halt, hat halt auch 5 Buchstaben. Also die Wörter haben ja immer 5 Buchstaben. So wie Stein. S-T-E-I-N. Stein. 5 Buchstaben. Sonne ebenso. Auch 5. Und da hätte Fluss halt ganz gut gepasst. Aber da es der Wind-Dungeon ist, wird Fluss wahrscheinlich nicht zur Auswahl stehen. Ich kenne ja die Buchstaben noch nicht. Aber Wind und Luft selber werden nicht passen, da die beide ja nur 4 haben. Das heißt, ich könnte eigentlich jetzt schon mal anfangen, meine grauen Zellen anzustrengen. Welches 5-buchstäbige Wort, das irgendwas mit dem Element Luft zu tun hat, gibt es denn? Nö, wisst ihr was? Ich konzentriere mich lieber aufs Kommentieren. Haha. Jo, wir haben Schaden bekommen und jetzt verursachen wir gleich wieder Schaden. Das ist echt total cool. Ach, wir haben hier noch Fähigkeiten, ne? Beben. Aufs Maul. Ja, immer noch nicht tot. Stirb doch einfach. Keiner mag dich. Tetschnicken. Nö, wir benutzen einfach immer wieder Beben. Da macht Mandy den Moonwalk und dann ist sie immer noch nicht tot. What the fuck? Heilung! Ah. Hä? War Hof nicht gerade schon dran? Ist egal, ist vollkommen egal. Interessiert mich nicht. Doppelschlag. Den haben wir ja schon ewig nicht mehr eingesetzt. Haben wir den jemals eingesetzt? Keine Ahnung. Tod! Tote die Tod, tot! Sieg! Knochenhaststein! Ist voll cool! Eure Kraft ehrt euch. Naja. Danke. Bekommen wir nun das Buch. Eure Herzen sind bereit. Ihr sollt es haben. Und was für eine Postkarte gibt es diesmal wieder? Oh, wunderschön. Nehmt es, ihr Säcke. Das machen wir. Danke, Hase. Das nehmen wir mit. Wäre ja auch ziemlich blöd, wenn nicht. So. Super.
Map-Übergänge sind immer noch so schön wie am Anfang. Lebama Spaschan. Ich glaube Nummer 10 war... Nein, Nummer 9 war schon richtig. Ja, 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 wird schon passen. So. Das heißt, jetzt geht es auf den Kontinent der Extreme! Extreme! Dude, den kennen wir noch gar nicht. Wow, jetzt wird's echt noch mal so richtig spannend. Wo muss ich noch mal lang tuckern, um zu den Kontinent der Extreme zu kommen? Ich weiß es nicht. Lass uns erstmal nach unten fahren. Ich glaube, erst im Kontinent der Wälder. Ach nö, hier sind wir richtig. Okay. Hier gibt es auch so gut wie gar nichts. 3 Punkte. Wow. Lass uns einfach mal hier hineinschauen, auch wenn das ja nicht das Richtige ist. Bevor ich nicht weiß, was das hier für ein Ort ist, setze ich keinen Fuß da rein. Okay. Dann einfach direkt zum Dungeon. Ich glaube, es müsste hier auf der unteren Hälfte des Kontinentes sein. Könnte ich mich aber auch irren? Nein, das sieht richtig aus. Aber ich würde vorher eigentlich gerne nochmal schlafen und mich ausrüsten. Das heißt, wir tuckern doch nochmal zu einer vermeintlichen Stadt dort oben rechts. Ist die Stadt nicht da? Die wurde ja angegriffen. Ups. Ach, wird schon gehen. Faria, von den Schergen des alten Erzkönigs überrannt. Wir haben Wichtigeres zu tun, als uns mit einer zerstörten Stadt zu beschäftigen. Du bist so ein guter Mensch, Hof. Wir müssen die Wurzel des Übels ausreißen. Okay, dann heilen wir uns halt einfach mit Gegenständen. Magiewurznutzen, Manny. Manny wurde in 50 HP geheilt. Und das Ganze machen wir gleich nochmal. Awesome. Hat er jetzt volle HP? MP meine ich, nö. Dann halt nochmal. Wir haben ja genug davon. Nochmal. Und nochmal. Hof kriegt keine MP. So, damit ist Manny aufgefresht. Aber halt, ich habe noch etwas vergessen. Vergessen, Krugwurz, Manny. Unglaublich, Manny ist nützlicher als Hof. Zumindest im Kampf. Okay, außerhalb des Kampfes sind sie beide nicht nützlich. Also, von daher, ne? Ist Manny der nützlichste in der Gruppe. Ja, was soll man dazu sagen, wenn Manny der Nützlichste in einer Gruppe ist, dann sagt das schon sehr viel über die Gruppe aus, ne? Da. Eishöhle. Betreten. Oh nein, bitte keine Herumrutschrätsel. Nein, das wird sich nicht von den anderen Dungeons unterscheiden, bin ich mittlerweile ziemlich sicher. Eine Spitzhack. Können wir nicht mitnehmen, nö. Es sieht so aus, als würden wir rutschen, aber eigentlich rutschen wir gar nicht. Scharpwurz. Hier seht ihr, ich kann einfach ganz normal laufen, aber es sieht so aus, als würden wir rutschen. So, yeah. Ha, diesmal weiß ich, was ich tun muss. Derp. Bestens. Windrune erhalten. Windrune in einer Eishöhle. Ja, ja. Das ist doch logisch. Wo muss ich es einsetzen, bitte? Ach, hier ging es lang. Ja, das sieht man auch sofort, ne? Also, ich meine, ganz offensichtlich. Rätselraten, wo ist der Ausgang? Das ist die Schwierigkeit dieses Dungeons. Ah nein, hier geht es weiter. Da drüben ist wahrscheinlich noch ein Secret. Ja. Mysteriösen Samen gefunden. Der ist ja ganz schön mysteriös. Ein Samenkorn? Was soll ich denn damit? Ich bin doch kein Gärtner. Oh mein Gott, das fehlt mir noch auf meiner Berufsliste. Muss ich mir sofort aufschreiben. Sobald wir wieder zurück sind, Manny, muss ich eine Gärtnerausbildung machen. Naja, vielleicht irgendwo einpflanzen. Ja, das macht man so mit Samen, mein lieber Hof. Dein Studium hat sich echt gelohnt. Hier ist noch eine Vertiefung für irgendetwas. Ich probiere die Windrune. Es bewegt sich. Noch ein Couchloss. Wer hätte das gedacht? Hörp die Dörp. Habe keinen Körper, kein Gewicht, doch trag die schwersten Dinge ich. Habe keinen Körper, kein Gewicht, trag die schwersten Dinge ich. Schwerkraft. Gravitation? Nö. Hat ja alles nichts mit Wind zu tun.
Böe. Bohlen. Okay. Habe keinen Körper, kein Gewicht, doch trag die schwersten Dinge ich. Es muss irgendetwas mit Wind zu tun haben. Oder Magie. Moment. M-A-G. Ach, schade. Leider nicht. Das wäre das Witzigste gewesen. Natürlich ist die Antwort Magie. Was denkst du denn? Ich schaue jetzt hier ein bisschen rum und dann werde ich wieder auf die Word-Dokumentlösung zurückgreifen. Die hat mir nämlich sehr weitergeholfen. Falls ich es jetzt nicht instant herausfinde. Was ich nicht glaube. Weil, wie gesagt, Let's Play plus der Fakt, dass das ja alles ein bisschen unübersichtlicher ist. Naja. Vagre. Viagra. Wiese. Ja, genau, die Wiese trägt die schwersten Dinge. Keinen Körper, kein Gewicht, doch trag die schwersten Dinge ich. Böse. Böse. Hier. Satan, endlich. Nein. Moment, ich muss noch mal gucken, ob jetzt hier wieder Satan geht. Aber das Böse geht schon mal. Nö, aber es geht Sau. Sause, eine Sause. Okay, also wir haben schon mal Sause und Böse. Und Stehl, falls das ein Wort ist. Ja, man kann etwas stehlen, aber Stehl als eigenes Wort weiß ich gerade nicht. Botox, nö, geht auch nicht. Miauen. So, miauen geht auch. Obwohl da eigentlich noch ein E, glaube ich, davor ist. Weiß ich aber gerade nicht genau. Rira. Rösen. Röhre. Aber da fehlt das H. Böse finde ich immer noch am besten. Biene geht auch nicht, aber die hat ja auch einen Körper. Probier gerade nur rum, wahrscheinlich komme ich jetzt sowieso nicht auf die richtige Lösung. Rochen, auch ohne E. Man muss ein bisschen kreativ sein. Mimo. Mogre. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich mache es wieder mit der Word-Dokument-Methode. Die hat mir weitergeholfen und ich erspare euch entweder lästiges selber raten, weil ich nicht auf die Lösung komme, und oder eben unnötige Video-Minuten und Sekunden, bei denen ich versuche, auf die richtige Lösung zu kommen. Wenn ich nicht aufnehme, geht es besser. Also, bis gleich, würde ich sagen. Bis gleich. Okay, Freunde, auch das letzte Rätsel, hoffentlich letzte Rätsel dieser Art, ist gelöst. Ging jetzt sogar noch schneller als im Erdschrein, denn ich habe diesmal wirklich gezielt nach Begriffen, die mit dem Element Wind zu tun haben, gelöst. Und kam auf die Lösung Sturm. Hat keinen Körper, kein Gewicht, doch trag die schwersten Dinge ich. Der Sturm. Ja. War eigentlich gar nicht so schwer. Ich kann hier rüberlaufen. Ich habe es nicht im Maker gestartet. Keine STRG-Superkräfte. Nur Inkompetenz des Entwicklers. Ja. Hallo. Oh nein, ein Panda mit Flügeln. Panda, ein Eisbär mit Flügeln. Keinen Schritt weiter, Kreaturen der Wärme und des Lichts. Ich schmelze! Ah! Wer wagt,
stürzte sich so tief in die Kälte eisigen Schlund. Ich und mein Begleiter Manny. Alter, schau das Let's Play. Aus welchem Grund wagt ihr dies? Naja, wir wollten mit ihnen über Gott reden und unser Ziel ist das magische Zepter Wortestanz. Wortestanz! Das magische Zepter, also welches ihr seit Jahrhunderten ruht. Was sollten Leute auch sonst in dieser Höhle suchen? Bin ich bescheuert? Nennt mir den Grund für euren Begehr. Wir müssen den Plänen des finsteren Erzkönig Gargamel entgegentreten. Verstehe. Aber natürlich kann ich das Zepter nicht einfach hergeben. Das wäre ja viel zu einfach und wird das Spiel nicht lang genug strecken. Ihr werdet mir eure Kraft beweisen müssen. Ja, natürlich. Ist okay. Bereit. Yippie-yay. So, dann mach mal die Hose auf. Okay. Einfach dieselbe Leier wie schon zuvor. Das ist total spannend. Da wollte der Entwickler einfach nur sein Spiel strecken. Diese Dungeons haben keinen anderen Sinn. Einfach nur, damit das Spiel länger wird. Und das merkt man einfach daran, dass sich keinerlei Mühe für die Dungeons gegeben wurde. Es ist einfach dreimal derselbe Kukulores. Herr Hof ist wieder dran. Manchmal ist er einfach zweimal dran, weil er ist so toll. Er ist Hof. So, wie laden sich eigentlich diese Technikpunkte auf? Ist egal. Interessiert ja keinen. So, Ramu vielleicht. Mal schauen. Bada bam. Ja, okay. Lass ich durchgehen. So, Technik. Doppelschlag. Ja, das ist jetzt hier, ne? Wie gesagt. Der gleiche Kladderadatsch. Ihr könnt auch gerne jetzt wegschalten oder vorspulen oder irgendwie sowas. Ich würde es euch nicht nachsehen. Hier passiert nämlich nichts. Ich habe auch keinen wirklichen Kommentar dazu. Und wenn ein Spiel es schafft, dass selbst ich die Fresse halte, dann... Naja. Es ist entweder super spannend und ich kann mich komplett in die Welt hineinversetzen, bin komplett in der Welt versunken. Oder es ist so wie Tunguska. Tor der Zeit. Mein Gott. Die Spannung. Ich mache es mir hier ein bisschen gemütlich, so. Kopf ein bisschen abstützen zur Seite. Ja, ach, was können wir denn mal machen? Rufen wir nochmal Ramu. Hallo, Bam. Jetzt habe ich dich voll weggedisst, Alter. Techniken, Doppelschlag. Oh mein Gott. Diese Bosse sind genauso wie normale Gegner, nur mit mehr HP gewonnen. Wow, nochmal so ein Haststein. Level 18, Level 19, yippie-yay. Eure Kraft ehrt euch, ja. Danke, bekommen wir nun das Zäpfchen, Zepter meine ich. Eure Entschlossenheit trägt Ruhm. Trägt euch, ehrt was, irgendwas mit Rum. Ich mag Rum. Ja, das ist so eigentlich ein Dreizack und kein Zepter, aber nehmt es tief. Okay, das machen wir. Das nehmen wir mit. Auf diese Idee bin ich selbst gekommen. Ich bin Hof. Du, speichern. Dann muss ich den ganzen Kack nicht nochmal machen. Datei 12. Draußen hupt jemand, falls ihr es gehört habt. Vielleicht auch nicht, ist egal. Ausgang suchen. Die Spitzhacke war völlig sinnlos. Man hätte ja nur irgendwas damit anfangen können in diesem Dungeon, damit der Dungeon sich von den anderen Dungeons abhebt. Aber... So. Wir haben jetzt zwar alles, aber dazu gibt es einfach auch keinerlei Kommentar. Hey, Manny! Wir sind voll cool. Wir haben alles. Es laggt. Ich ignoriere das. Es laggt gar nicht. Nein. Ich habe keine 8 Frames gerade in diesem Moment. Ach, was? 7.
10. Jetzt steigt es wieder. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich glaube, zurück zur alten Kräuterhexe. Hier im Sumpf, wo wir wieder unser Schiff abstellen. Ups, das wollte ich gar nicht. So, ich wollte doch raus. In die weite Welt. Taminas Hütte. So, irgendwie kommen wir in keiner Aufnahmesession mal von dieser Hütte los. Hallöchen.